Nach dem schweren Luftangriff auf die Raketenversuchsanstalt Peenemünde an der Ostsee im Juli 1943 verlegen die Deutschen die Erprobungsstätten des Aggregat 4, das unter der Bezeichnung V2 bekannt wurde, in das Innere Polens. Sie hoffen, ihre Wunderwaffe dadurch unerreichbar zu machen für den Feind. Sie unterschätzen dabei jedoch die Entschlossenheit und Ausdauer des Spionagedienstes der polnischen Widerstandsbewegung. Denn als in Blizna am 5. November 1943 das erste Geschoss zum Himmel emporsteigt, ist dies das Signal für ein Duell, das polnische Widerstandskämpfer den Deutschen lieferten und das mit der Landung einer britischen Transportmaschine in London, die Teile einer V2 an Bord hatte, sein Ende fand. Lange bevor es den Deutschen gelang, die erste V2 auf diese Stadt zum Abschuss zu bringen. September 19, 1939. Adolf Hitler hält triumphalen Einzug in die Stadt, die im Vorwand für die Entfesselung des größten Krieges aller Zeiten ist. Der Zweite Weltkrieg ist 19 Tage alt. Hier in Danzig, auf dem Höhepunkt seiner Macht, kündigt Hitler in einer Rundfunkansprache, mit der er sich an seine Gegner wendet, der Welt zum ersten Mal eine Waffe an, die noch nicht bekannt ist und mit der wir selbst nicht angegriffen werden können. Wie Hitler richtig spekuliert, hören nicht nur Millionen Deutsche diese Rede. Die BBC in London nimmt sie auf und fertigt in aller Eile eine Übersetzung für die Regierung an. Premierminister Neville Chamberlain weist den britischen Intelligence Service an, sofort festzustellen, um welche deutsche Waffe es sich handeln kann. Professor Reginald Victor Jones, der seit 14 Tagen Leiter der wissenschaftlichen Abwehr einer völlig neuen Abteilung des britischen Luftfahrtministeriums ist, soll diese Antwort bringen. The beginning of September 1939, I was appointed to take charge of what was to be a new development, scientific intelligence. It was thought that we knew too little about what had been going on. Anfang September 1939 erhielt ich den Auftrag, eine neu gebildete Abteilung, die wissenschaftliche Abwehr, zu übernehmen. Wir wussten zu wenig über das, was in Deutschland vorging, wie zum Beispiel die Entwicklung von Wissenschaft und Technologie, und ich sollte sehen, was getan werden konnte. Meine erste Aufgabe war glücklicherweise, ein Paket in Verwahrung zu nehmen, das von Oslo von unserer dortigen Botschaft nach London geschickt worden war. Die Geschichte des Paketes begann damit, dass einige Tage vorher ein Schreiben in den Briefkasten der Botschaft geworfen worden war, in dem stand, dass wenn wir mehr über technische und wissenschaftliche Entwicklungen der Deutschen erfahren wollten, wir eine kleine Abänderung in der Ansage einer unserer BBC-Übertragungen vornehmen sollten. Just insignificantly, I think we had to say, hello, here is London, instead of whatever was said. And then the writer, or the author of that letter, would know that we would like to have his information, and he would then see that we got it. Ich glaube, wir sollten sagen, hallo, hier ist London, anstelle der üblichen Ansage. So würden wir den Autor des Briefes wissen lassen, dass wir an seinen Informationen interessiert sind. Und er würde versuchen, sie uns zukommen zu lassen. Wir änderten die Ansage und einen Tag später wurde der zweite Brief in den Briefkasten der Botschaft geworfen. Er wurde unserem Marineattaché Admiral Boyce übergeben, der ihn nach London weiterleitete. Ein Fliegeroffizier kam in mein Zimmer und sagte, dies ist für Sie. Und er legte ein Paket auf meinen Tisch. Ich fragte mich, was passieren würde. Ich erinnere mich, dass ich mich fragte, ob das Paket beim Öffnen explodieren würde. Jedenfalls öffnete ich es mit größter Vorsicht und natürlich explodierte es nicht. Doch es enthielt tatsächlich einen Zünder. Dieser Zünder war von dem Autor des Berichtes hineingelegt worden. Er schrieb, dass dies ein neuer Zünder sei, den die Deutschen als das grundlegende Element in einem, wie wir jetzt wissen, Nahzünder entwickelt hatten für ein Antifluggeschoss. Das Geschoss sollte nicht erst in direktem Kontakt mit dem Flugzeug explodieren, sondern schon, wenn es sich in einem bestimmten Abstand vom Flugzeug befand. Well, besides that fuse, there were several pieces of information. One was that the Germans. Außer diesem Zünder gab es verschiedene andere Informationen. Eine besagte, dass die Deutschen zwei verschiedene Arten von Radar entwickelt hatten, dank derer es ihnen später gelang, bei den ersten Angriffen auf Kiel und Wilhelmshaven viele unserer Flugzeuge abzuschießen.
Wir waren natürlich sehr interessiert. Und dies war nicht die einzige Sache. Da waren noch viele mehr. Der Mann berichtete, dass die Deutschen magnetische Torpedos hätten und eine Einrichtung, genannt Peenemünde, die von großer Bedeutung sei. Er sagte nichts über die Vorgänge dort, jedoch erwähnte er an einer anderen Stelle in seinem Bericht, dass dort eine Langstreckenrakete von 80 cm Durchmesser entwickelt worden sei, zur Anwendung gegen die Maginot-Linie. Rocket or big rocket, 80 centimeters diameter, being developed for use, he said, against the Maginot Line. It was being controlled by gyroscopes, but the control was unsatisfactory, so that the rocket at that stage was liable to fly, as he put it, in uncontrollable curves. Die ballistische Abteilung des Deutschen Heereswaffenamtes hat schon zu Anfang der 30er Jahre mit Proben zur Verwendung von Raketenantrieben begonnen. Am 3. Oktober 1942 gelingt der erste Start eines Aggregat 4. Es wiegt etwa 12 Tonnen, ist fast 12 Meter lang und 1,5 Meter im Durchmesser. Besitzt einen Sprengkopf mit einer Tonne Sprengstoff und eine Reichweite von 340 Kilometern. Kurz darauf dringen die ersten Gerüchte über deutsche Raketen an die Außenwelt. Doch bleiben sie vage und unglaubwürdig, bis ab Ende 1942 drei Berichte eines dänischen Chemikers in London eintreffen, die ebenfalls auf Peenemünde als Zentrum der deutschen Waffenerforschung hindeuten. Meldungen, die der Nachrichtendienst der polnischen Widerstandsbewegung nach London sendet, bestätigen die dänischen Berichte. Well, during 1940 and 1941, and indeed most of 1942, we in intelligence were mainly concerned either with the... Während der Jahre 1940, 41 und vor allem 1942 hatten wir im Nachrichtendienst entweder mit der Verteidigung Englands gegen die Luftwaffe oder mit dem Beginn unserer eigenen Angriffe der Royal Air Force gegen Deutschland zu tun. Doch im Dezember 1942 wurde unsere Aufmerksamkeit erneut auf den Oslo-Rapport gelenkt, auf Peenemünde und die Möglichkeit einer Langstreckenrakete. Aus neuer Quelle, es war ein dänischer Chemieingenieur, den ich selbst nie gesehen hatte, erfuhren wir, dass er zwei deutsche Ingenieure in Berlin belauscht habe, die über eine neue Waffe gesprochen hätten, die an der baltischen Küste in einem Bereich von 200 Kilometer abgeschossen worden war. Es war ein interessanter Rapport. Aber wenn man von einem neuen Mann eine Information erhält, die von keinem anderen bestätigt wird, weiß man nicht genau, wie weit bedeutend sie ist. Jedoch alarmierte er uns. Während der ersten Monate 1942 erhielten wir drei oder vier weitere Berichte, die die gleiche Sache betrafen. Irgendetwas gehe an der baltischen Küste vor. Peenemünde wurde erwähnt. Und ich erinnere mich sehr gut, dass als eines Nachmittags mein Stellvertreter, Professor Charles Frank, die Gefangenenberichte las, er plötzlich zu mir sagte, also wir sollten diese Raketen wirklich ernster nehmen. Lesen Sie dies. Er übergab mir die Aufzeichnung eines Gespräches zwischen General von Thoma, der nach El Alamein gefangen genommen worden war, und General Crowell. Soweit ich mich erinnere, hatte von Thoma zu Crowell gesagt, also irgendetwas muss mit den Raketen schiefgegangen sein. Ich sah sie schon vor 18 Monaten zusammen mit Feldmarschall von Brauchitsch. Und der befehlshabende Major hat uns gesagt, dass sie innerhalb eines Jahres eingesetzt würden. Wir müssen doch irgendwo in der Nähe von London sein und wir haben doch überhaupt nichts gehört. Also muss da irgendetwas verkehrt gelaufen sein. Dies erklärte meiner Ansicht nach die gesamte Situation. Denn von Thoma war ein sehr guter technischer Offizier. Er war, glaube ich, ein Panzergeneral. Wir kannten ihn als einen guten technischen Offizier. Und die Tatsache, dass er die Sache so ernst nahm, brachte uns sofort dahin zu sagen, jetzt muss irgendetwas getan werden. So wie wir Peenemünde bisher nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt hatten, begannen wir nun, alle uns erreichbaren Quellen einzuschalten und sie zu veranlassen, sich auf Peenemünde zu konzentrieren. And the possibility that there really was a long-range rocket. Am 20. April 1943 wird der 35 Jahre alte Duncan Sands beauftragt, alle Beweise für eine deutsche Fernraketenentwicklung zu prüfen. Eine mit Kameras bestückte Spitfire-Maschine fliegt nach Peenemünde. Am 23. Juni 1943 endlich hat man den Beweis. Peenemünde übertrifft die Fantasie selbst der größten Pessimisten. Aufgrund der Luftaufnahmen wird ein Modell der wichtigsten Anlagen gefertigt.
Und in einer außerordentlichen Sitzung beschließt das Kriegskabinett einen einzigen massiven und tödlichen Schlag gegen Peenemünde, auf den das Bomberkommando in aller Eile vorbereitet wird. In der Nacht vom 17. auf den 18. August 1943 laden 598 schwere Bomber in drei Wellen ihre Last über Peenemünde ab. Ziel der Operation ist nicht nur die Zerstörung der gesamten technischen Anlagen, sondern auch und vor allem die Vernichtung der Wissenschaftler, Ingenieure und Techniker, die in Peenemünde untergebracht sind. Nach dem Luftangriff auf Peenemünde entschließt man sich zu einem groß angelegten Täuschungsmanöver. Man wird den Feind im Glauben lassen, die deutsche Geheimwaffenentwicklung und Produktion mit diesem Schlag vernichtet zu haben. Die Bombentrichter werden nicht eingeebnet und die Luftaufnahmen zeigen, dass die zerstörten Werkhallen nicht wieder aufgebaut worden sind. Bei näherer Betrachtung ist der Effekt des Angriffs nämlich gar nicht so groß. Man ist 1943 in Deutschland an Improvisation gewöhnt und hat in Voraussicht eines Angriffs die Peenemünder Anlagen zwar zur Erprobung und Weiterentwicklung neuer Waffen benutzt, einige der Versuche sowie die eigentliche Produktion laufen gerade unter der Erde an. In mörderischem Tempo und unter unmenschlichen Bedingungen haben Tausende von KZ-Häftlingen im Harz bei Nordhausen unterirdische Stollen gebaut, in denen Hitlers Geheimwaffen fortan produziert werden. Die sogenannten Mittelwerke, besser bekannt unter ihrem Decknamen Dora, sind ein kilometerlanges Labyrinth gigantischer Höhlen und Tunnels, deren Bau das Leben tausender Häftlinge gekostet hat. Bereits am 1. September 1943 wird hier mit der Fließbandproduktion der V2 begonnen. Zur Herstellung und Montage der einzelnen Teile der V2 wird ein ganzes Heer von Häftlingen eingesetzt. Unter Bewachung durch die SS, nur mit flüchtigen Hungerrationen versehen, verrichten sie auch die verantwortungsvolle und gefährliche Arbeit an der Montagekette, wo trotz Bewachung und Aussichtslosigkeit immer wieder Sabotageakte gelingen. Viele Exemplare der V2, die England nicht erreichen, diejenigen, die schon auf der Rampe explodieren, die von ihrer Bahn abkommen oder die sogenannten Luftzerleger, alles in allem etwa ein Drittel der Gesamtproduktion, gehen zum großen Teil auf das Konto der frohen Arbeiter im Werk Dora. Inzwischen hat Hitler die weiteren Versuche mit der Wunderwaffe V2 dem Schutz der SS anvertraut. Und Himmler stellt den SS-Truppenübungsplatz Heidelager zur Verfügung. Heidelager liegt in der Nähe von Dziombica in Südpolen, unmittelbar angrenzend an das ausgesiedelte Dorf Blizna. Hier in der weiten Landschaft der polnischen Tiefebene, 50 Kilometer von Tarnów entfernt und versteckt in tiefen Wäldern, glaubt man sich unbeobachtet. Und in der Tat liegt diese Gegend im Herbst 1943 noch außerhalb der Reichweite der alliierten Aufklärer. Schon im September 1943 wird mit dem Ausbau des Übungsplatzes begonnen. Die KZ-Häftlinge und russischen Kriegsgefangenen aus dem nahen Heidelager Pustkow übernehmen die Arbeit, während die bisher im Heidelager beschäftigten polnischen Arbeiter entlassen werden. Schon von dem Augenblick an, da die Deutschen mit dem Bau der Eisenbahnlinie beginnen, macht der polnische Widerstand routinemäßig Meldung nach London. Neugieriger wird man jedoch erst, als die Deutschen auf den leeren Weiden des Dorfes Blizna Kühe aus Holz aufstellen, im Dorf Puppen vor die leeren Häuser setzen, Gipshunde vor die Hütten legen und Wäsche im Wind flattern lassen, während im Wald eine Lichtung gehauen wird, auf der Baracken gebaut werden, die man mit größter Sorgfalt tarnt. Berichte über diese Geschehnisse und Fotografien einiger der Transporte gehen nach Warschau zum Hauptquartier der Heimatarmee. Doch ist man dort der Meinung, dass es sich hier möglicherweise um die Evakuierung einer Flugzeugfabrik handelt. Bis Ende 1943 auf dem Platz Rondo Waschingtona im Warschauer Stadtteil Praga ein PKW mit drei Insassen einen Unfall hat. Die drei schwerverletzten Deutschen werden ins Krankenhaus eingeliefert, wo sich bald hohe Beamte nach ihrem Befinden erkundigen. Wenige Stunden später erliegen alle drei ihren Verletzungen. Das außergewöhnliche Interesse an diesen drei Zivilisten und das echte Bedauern, das ihr Tod bei den Deutschen hervorruft, macht das Krankenhauspersonal aufmerksam. Der polnische Nachrichtendienst stellt fest, dass die drei als unersetzlich beschriebenen Spezialisten aus Blizna nach Warschau gekommen waren. Ingenieur Antoni Kocian, schon vor dem Krieg bekannter polnischer Flugzeugkonstrukteur, wird vom Hauptquartier der Heimatarmee mit der weiteren Verfolgung der Sache beauftragt. Ingenieur Kocian beordert einen Kundschafter nach Blizna. Im Forsthaus, dessen Gelände an das des Heidelagers grenzt, findet der Kundschafter Quartier. Und der Förster erzählt ihm von merkwürdigen Geschehnissen, die sich seit dem Herbst hier abspielen.
Jeden Morgen kreise über dem Wald von Blisna ein Flugzeug, verschwende dann in der Ferne und darauf ertöne ein Dröhnen und ein großes Geschoss steige langsam über dem Wald auf und zerplatze schließlich in einer gewaltigen Explosion in der Luft. Dem Kundschafter gelingt es schon nach wenigen Tagen, einige Fotos von einem der Geschosse zu machen, als es langsam über dem Wald emporsteigt und in nordöstlicher Richtung verschwindet. Fotos und Berichte werden sofort nach Warschau gesandt. Der Kundschafter versteckt sich dann im Bahnhofsgebäude von Kochanowka, von wo die neu verlegte Strecke nach Blisna abgeht und wo er schon bald einen Transport mit mehreren langen Eisenbahnwaggons sieht, auf denen mit Planen bezogen Gebilde wie Flugzeugrümpfe liegen. Andere Waggons haben Tanks geladen, deren Abzapfverschlüsse dick vereist sind, obwohl die Außentemperatur mehrere Grad plus beträgt. Ende Januar 1944 trifft bei Ingenieur Kotschian ein Bericht aus der Umgebung von Lublin ein. Über einem Gutshof in der Nähe des Städtchens Rejowiec bei Lublin ist eines Mittags wie ein Blitz aus heiterem Himmel ein deutsches Flugzeug abgestürzt. Die Maschine war, so vermutete man, mit Sprengstoff beladen, da kein Fetzen heil geblieben war und man nicht einmal eine Spur mehr von ihrer Besatzung habe finden können. Merkwürdig vor allem sei aber das Verhalten der Deutschen nach dem Unfall gewesen, die unmittelbar nach dem Absturz herangebraust seien und die Absturzstelle zuerst fotografiert und ausgemessen und danach bis auf das letzte Teilchen alle Reste des Flugzeugs eingesammelt hätten. Und noch etwas war komisch gewesen an der ganzen Sache. Der ranghöchste deutsche Offizier habe sich bei dem polnischen Gutsbesitzer für den Unfall entschuldigt und ihm sofortige volle Entschädigung zugesagt. Ein derartiges Verhalten der Deutschen in Polen ist etwas so Außergewöhnliches, dass Ingenieur Kotschian die Explosion des Flugzeuges bei Rejowiec gleich mit dem Start eines der Geschosse vom Heidelager Blisna in Verbindung bringt. Doch bestätigt sich dieser Verdacht lange Zeit nicht, bis Anfang April 1944 eine neue Meldung bei ihm eintrifft. Sie kommt aus Czarnaki im Kreis Siedlce, einem kleinen 250 Kilometer nordöstlich von Warschau entfernt gelegenen Ort, und stammt von Dr. Marian Korschik, dessen Bruder Tadeusz, Ingenieur in der Brauerei von Czarnaki, seit einigen Tagen interessante Beobachtungen macht. In die Dienstwohnung der Brauerei ist ein deutscher Offizier eingezogen, der mit einer Einheit von etwa 40 Soldaten nach Czarnaki gekommen ist. Die Soldaten haben Quartier genommen in der Schule von Czarnaki, die das größte Gebäude des Ortes ist. Vom Fenster der Brauerei aus kann Ingenieur Korschik den ganzen Schulhof überblicken. Und regelmäßig an jedem Vormittag ertönt aus einem der hier abgestellten Funkwagen zweimal laut und deutlich der Ruf »Krakau, Krakau, hier Czarnaki«. Gleich nach ihrer Ankunft haben die Deutschen den jüdischen Friedhof von Czarnaki eingeebnet und dort einen Beobachtungsposten eingerichtet. Und eines Morgens, ein paar Minuten nach dem Ruf »Krakau, Krakau, hier Czarnaki«, erschüttert eine wuchtige Explosion das Dorf. Es ist, als ob ein Flugzeug in der Luft explodiert sei. Einige hundert Meter von den letzten Häusern Czarnakis entfernt findet Ingenieur Korschik Teile von Aluminiumblech, dicke Klumpen Glaswolle, Teile einer Maschine, winzige Bakelitplättchen und verschiedene Teilchen, die zu einem Radio zu gehören scheinen. Er hat sich gerade einige der Teile in die Tasche stecken können, als der LKW der Deutschen ankommt. Sie beginnen, bis auf das kleinste Drahtstückchen, alle herumliegenden Reste einzusammeln. Tag für Tag werden nun die stillen Dörfer rings um Czarnaki, manchmal viermal täglich, erschüttert von den gewaltigen Explosionen. Die Geschosse kommen unerwartet, man hört und sieht nichts, bis zu ihrer Explosion. Sie schlagen wahllos, Tod und Vernichtung bringend ein. Aufgrund der nun fast täglich in Warschau eingehenden Meldungen gelingt es, das Einschlaggebiet ziemlich exakt zu lokalisieren. Ein Quadrat von etwa 60 Kilometern um Czarnaki, dicht besiedelt mit mehreren Dörfern und Kleinstädtchen, die nun als naturgetreues Versuchsgelände dienen, damit das Ausmaß der Vernichtungsmacht dieser neuen Waffe erprobt werde. Doch lassen sich die einfachen Bauern um Czarnaki nicht beirren. Sie nehmen den ihnen aufgezwungenen Kampf gegen die mächtigste Waffe Hitlers auf. Statt die Gefahrenzone zu verlassen, sammeln sie jedes, auch das kleinste Reststück der explodierten Geschosse, um es einem Kundschafter der Heimatarmee aus Warschau zu übergeben. Das führt dazu, dass die Deutschen über dem Gebiet von Czarnaki Flugblätter abwerfen, in denen die Bevölkerung über die eigenartigen Explosionen aufgeklärt wird und in denen es heißt, dass es sich um Abwürfe von Treibstoffzusatzbehältern handelt und dass es Pflicht eines jeden Polen ist, die Teile, die er findet, sofort bei der nächsten deutschen Dienststelle abzuliefern bzw. dort Bescheid zu geben, wo die Teile liegen.
Rückgaben bzw. Angaben über die Abwurfstelle werden mit einem Liter Wodka belohnt, während für das Nicht-Abgeben oder Nicht-Melden Strafen angedroht werden. Eines Tages gegen Ende Mai 1944 stürzt der Bauer Wopatschuk aus dem Dorf Klimtschitze, das am Ufer des Bug liegt, in die Praxis von Dr. Marian Korschik in Sarnaki und meldet, dass eine Rakete ohne zu explodieren im Sumpf des Bugufers, nicht weit vom Dorf entfernt, abgestürzt ist. Ihre Nase hat sich in den Schlamm gebohrt, während der hintere Teil abgebrochen ist. Dr. Korschik schickt nach seinem Bruder, der mit dem Bauern losrennt und die Rakete fotografiert, bevor sie sie, so gut es geht, verstecken. Der hintere, größere Teil mit den Flossen wird mit Hilfe mehrerer Bauern ins Wasser geschoben und mit Schilf bedeckt, während der kleinere Teil mit Heu überschüttet wird. Inzwischen haben die Deutschen mit einer groß angelegten Suchaktion begonnen, die jedoch nach 3 Tagen ohne Ergebnis abgebrochen wird. Gleich am nächsten Abend findet die Raketenspitze mit ihren Steuerungsgeräten ein sicheres Versteck in einer Scheune des Dorfes Chowowczyce, während der hintere Teil der Rakete tiefer in das Wasser des Bug gezogen wird. Dann treffen 2 Spezialisten aus Warschau ein, die mit der Demontage der Raketenspitze beginnen, nachdem sie fotografiert, abgezeichnet, gemessen worden ist. Die Teile werden auf 3 verschiedenen Lastwagen mit Kartoffeln versteckt und machen ihren Weg nach Warschau, wo weitere Untersuchungen angestellt werden sollen. Die Funkanlage wird Professor Dr. Janusz Gorzkowski als der größten polnischen Autorität auf dem Gebiet der Funktechnik übergeben. Zunächst befasste ich mich mit der Untersuchung der Quarzoszillatoren, um die Frequenz der Funkeinrichtung zu ermitteln. Diese Angaben konnten vielleicht den Schlüssel bilden, um den Flug der deutschen Raketen zu stören. Alle Funkeinrichtungen des Geschosses waren vortrefflich ausgeführt, von höchster Qualität und besaßen minutiöse Präzision. Während Professor Gorzkowski zu diesen Erkenntnissen kommt, ist ein anderer polnischer Gelehrter mit der Analyse des Treibstoffes der Rakete beschäftigt. Professor Dr. Marcelin Stoszynski von der Technischen Hochschule in Warschau, die seit 1939 in eine gewöhnliche technische Schule umgewandelt ist und in deren Keller er sich ein kleines Labor eingerichtet hat. Ich hatte im Verlauf des Krieges von den Kurieren der Heimatarmee schon sehr oft die verschiedensten Stoffe zur Analyse bekommen. Meistens waren es Bombenzünder, Giftstoffe und so weiter. Dieses Mal brachte mir die Meldegängerin ein kleines Fläschchen, das mit einem Glaskorken verschlossen war. Und sie erklärte mir, das Fläschchen enthalte den Treibstoff einer deutschen Rakete. Ich schaute mir den Inhalt des Fläschchens genau an. Es war eine ölige, farblose, ziemlich dicke Flüssigkeit. Weil man mir gesagt hatte, es sei ein Treibstoff, machte ich mich an die gewöhnliche Destillation. Dabei spritzten mir einige Tröpfchen der Flüssigkeit auf die Hand. Ich fühlte Schmerzen und drehte blitzschnell den Bunsenbrenner ab. Voller Erstaunen sah ich, dass die Haut an den verbrannten Stellen sich unverzüglich mit weißen Flecken bedeckte. Ich begriff, dass ich es mit einer chemischen Substanz zu tun hatte, die ich absolut nicht erwartet hatte. Das Ergebnis der Analyse war für mich und nicht nur für mich eine Sensation. Wie sich herausstellte, war die Flüssigkeit in dem Fläschchen ganz einfach Perhydrol, also Wasserstoffsuperoxid. Aber es war kein gewöhnliches Wasserstoffsuperoxid. Im allgemeinen Gebrauch kannten wir nämlich damals nur 30-prozentiges Perhydrol. Die Flüssigkeit in dem Fläschchen aber war zwar Wasserstoffsuperoxid, aber in der gewaltigen Verdichtung von 80%. Die Entdeckung, dass die Deutschen 80-prozentiges Perhydrol hergestellt hatten, war eine wissenschaftliche Sensation. Alle Untersuchungsergebnisse werden nach London gefunkt, von wo aus eine Dakota-Transportmaschine nach Brindisi in Süditalien entsandt wird. Auf ein Signal der Heimatarmee soll sie nach Polen fliegen, um die wichtigsten Teile der V2 dort abzuholen. Ingenieur Kotschian bereitet inzwischen mehrere Sauerstoffflaschen vor, die zum Transport der Teile von Warschau nach Wajruda dienen sollen. Die Sockel der Flaschen werden abgesägt, Kreiselkopf und Funksteuerungsanlage der Rakete darin verstaut und nachdem die Sockel wieder angeschweißt sind, werden die Nahtstellen bemalt, sodass die Behälter sich in nichts unterscheiden von normalen Sauerstoffflaschen. Ein geeigneter Landeplatz ist bald gefunden. Eine Wiese bei Tarnów, unweit der Mündung des Dunajec in die Weichsel, nördlich des Dorfes Wajruda. Der Landeplatz ist eine Wiese zwischen den Wäldern. Ein schmaler Streifen Erde, etwa 3 Kilometer lang und einige 100 Meter breit. Schon vor dem Krieg ist der Platz von der polnischen Luftwaffe als Feldflugplatz benutzt worden.
Er ist jedoch nur während längerer Trockenperioden verwendungsfähig, da sein Boden zu weich ist. Erst um den 15. Juli ist der Platz trocken genug. Das vereinbarte Signal wird nach Brindisi durchgegeben. Am 26. Juli nachmittags kommt der Funkspruch aus Brindisi, dass die Dakota gerade starte und gegen Mitternacht auf der Wiese bei Varuda landen werde. Pünktlich um 24 Uhr landet die Maschine sicher auf dem mit Petroleumlampen markierten Platz. Herr Marek Zelt, seinerzeit Mitglied der polnischen Sektion der SOI und als solcher Kurier zwischen Warschau und London, hat zu den Passagieren der Dakota gehört, die in jener Nacht zusammen mit den Raketenteilen aus Polen abgeholt werden sollten. Der Start der Dakota war dramatisch. Es war in der Nacht vom 25. auf den 26. Juli 1943 auf einer Wiese in der Gabelung der Weichsel und des Dunajec, nicht weit von Tarnów. Die Nacht war sehr still. Ganz in der Ferne hörte man das Dröhnen der Artillerie. Die Front war nur noch 100 Kilometer entfernt. In dieses Kanonendröhnen mischte sich dann das brummende Geräusch eines herankommenden Flugzeuges. Wir sahen einen großen Schatten über uns hinwegfliegen. Die Dakota flog einen Bogen über uns, um dann den Platz mit ihren zwei Reflektoren hell erleuchtend zu landen. Die Maschine wurde sofort nach der Landung beladen, wir stiegen sehr schnell ein und die Motoren heulten wieder auf. Doch das Flugzeug rührte sich nicht von der Stelle. Irgendetwas schien passiert zu sein, denn der Pilot schaltete die Motoren wieder aus, sprang aus der Maschine und forderte uns auf, ebenfalls auszusteigen und auch unser Gepäck mit hinauszunehmen. Draußen sah ich, wie meine Kameraden begonnen hatten, die Räder der Maschine zu untersuchen, und sie fragten den Piloten, ob er sicher sei, dass die Bremsen nicht blockiert gewesen wären. Ein neuer Startversuch sollte gemacht werden. Wir stiegen alle wieder ein, doch es war wieder dasselbe. Die Motoren heulten auf, die Maschine rührte sich nicht. Es war schrecklich. Wieder stiegen wir mit unseren Sachen aus. Eine furchtbare Spannung lag über uns. Die Wiese war von den Lichtern des Flugzeuges hell erleuchtet und das Dröhnen der Motoren, das durch sein Echo in den Wäldern noch verstärkt wurde, muss bis nach Tarnów hin zu hören gewesen sein. Jeden Augenblick konnten die Deutschen kommen. Sie waren ja nicht weit weg von unserer Wiese. In aller Eile wurden Zweige herangeholt, die vor den Rädern der Maschine ausgelegt wurden. Alle sprangen wieder in das Flugzeug zurück. Ein neuer Startversuch wurde gemacht. Die Motoren heulten dieses Mal noch stärker auf als zuvor. Schon hob sich der Schwanz der Maschine in die Höhe. Nichts. Das Flugzeug rührte sich nicht vom Fleck. Und wieder hieß es, alle aussteigen. Dieses Mal schaltete der Pilot sogar schon die Lichter des Flugzeuges aus. Die Räder hatten sich inzwischen sehr tief in den Boden gedreht. Die englische Besatzung traf schon Vorbereitungen, die Maschine in Brand zu setzen. Wir waren verzweifelt. Es hatte so viel Mühe gekostet, alles zu arrangieren. Wir hatten hier fast 2 Wochen lang auf das Flugzeug gewartet und gefährliche Augenblicke erlebt. Und nun sollte all das umsonst gewesen sein. Ich hatte einen ganzen Sack wichtiger Post bei mir, den ich so schnell wie möglich in London abliefern wollte. Und meinen Kameraden, deren Gepäck ich noch nicht kannte, ging es genau wie mir. Wir alle standen wie gelähmt da. Jeder einen schweren Sack mit Nachrichtenmaterial bei sich. Doch unsere Kameraden von der Heimatarmee gaben nicht auf. Einige begannen, mit den Händen die Räder von der Erde freizuschaufeln. Und andere schleppten Bretter von Pferdewagen und ganze Zaunteile heran. Nachdem die Räder frei waren, schoben sie die Latten unter sie und wir stiegen wieder ein. Wieder heulten die Motoren auf und dann endlich begann die Maschine zu rollen. Wurde immer schneller und hob sich schließlich von der Erde ab. 2 Tage später landet die Maschine in London. Die Raketenteile werden genauestens untersucht, doch wird man sich bezüglich des Steuerungssystems und der Schlagkraft der Rakete nicht einig. Am 8. September 1944, kurz nach 18 Uhr, ereignet sich im Londoner Vorort Chiswick eine schwere Explosion. 20 Häuser werden zerstört, mehrere Menschen getötet oder schwer verletzt. Schnell verbreitet sich das Gerücht von der Explosion einer Gashauptleitung, mit dem man diesen ersten Einschlag einer V2 zu erklären sucht. Erst am 10. November 1944, 8 Wochen nach Beginn der Beschießung Londons mit der V2, klärt Churchill das Parlament darüber auf, dass die gewaltigen Explosionen der letzten Wochen, die jedes Mal Dutzende von Häusern niederreißen, keine Gasexplosionen sind.